Bemalte Toilettenwände. Sprüche, Witze oder bloße Schmierereien? Jeder kennt sie, denn mal humorvoll oder albern ziert der Edding mittlerweile jede öffentliche Toilette der Georg-August-Universität. Und doch werden hier an unseren Orten der Stille auch mal ernstere Töne angeschlagen. Denn hier findet man sie, weniger laut und doch nicht weniger aggressiv. Die gesellschaftskritischen und oft auch revolutionären Gedanken der Studenten. Doch was genau steckt hinter dieser Edding-Poesie und welche Themen interessieren die Studenten von heute am meisten? Wir ermitteln für Sie. Das selbstständige Umgestalten der Toilettenwände ist wahrlich keine neue Erfindung. Angefangen bei der Höhlenmalerei bis hin zu den Ägyptern und der Berliner Mauer findet man auch heute kaum noch einen öffentlichen Ort, der von den Gedanken der Menschen unbefleckt ist. Auch in der Georg-August-Universität gibt es kaum noch eine jungfräulich-weiße Toilette. Offensichtlich ist aber, dass sich die dort besprochenen Themen stark im Wandel befinden. Uns interessierte vor allem, was die Studenten selbst zu dem sagen, was ihnen tagtäglich auf den Toiletten begegnet. Eigentlich bleibt mir ziemlich viel im Kopf. Also wenn man so auf Toilette sitzt, liest man sich das alles auch durch. Also ist meistens auch ganz witzig. Also allgemein, finde ich, sind es viele feministische Äußerungen. Darüber wird sehr viel diskutiert, über das Thema Gleichberechtigung, Gleichheit von Mann und Frau. Mir ist ein Spruch hängen geblieben, irgendwie für den Kommunismus, für die Freiheit. Die ergeben für mich nicht zwingend Sinn. Eher die Sprüche, die vulgär sind oder die sich reimen, würden mir, glaube ich, eher im Kopf bleiben. Der Spruch auf den Spiegeln, zum Beispiel try to love yourself oder you're beautiful. Man steht dann da und fragt sich, so sah ich aber nicht aus, als ich zu Hause losgegangen bin. Dann sieht man den Spruch und dann überlegt man, ja, okay, komm. Kommt eigentlich auch nicht drauf an, wie du aussiehst. Ich finde es eigentlich Quatsch, weil im Grunde genommen verschandelt man damit nur die Gebäude und das Ganze sieht nachher aus wie Sau, weil jeder auch vom anderen die Sache dann überschreibt und überkritzelt. Ich finde es einen kreativen Weg, aber nicht unbedingt ein guten, überschreitet irgendwie eine Grenze, wenn Leute sich rausnehmen, einfach Wände zu bemalen oder zu besprühen, die ihnen nicht gehören. Das kann man in Seminare verlagern. Da muss das irgendwie nicht hier auf irgendwelchen öffentlichen Wänden sein, wo eh keine großartigen Diskussionen zustande kommen können. Also wenn man nicht seinen Namen drunter schreibt, dann finde ich, das ist ein cooler Ort, sich zu äußern. Ich meine, irgendwer muss es halt wegmachen und ist eine Beschmutzung von öffentlichem Eigentum und so. Aber man liest es sich ja trotzdem durch und schmunzelt. Alles klar. Unsere Ermittlungen haben Folgendes ergeben. Auch wenn das Lesen der Toilettenniederschriften ein amüsanter Zeitvertreib ist und zum Nachdenken anregt, sind wir von der Redaktion der Meinung, dass eure wertvollen Gedanken ebenso gut bei einem Poetry Slam oder in sozialen Netzwerken aufgehoben sind. Und damit schließen wir die Akte der mysteriösen Uni-Fälle.